Lieber Steinbock, das ist deine allgemeine Monatsprognose für August 2020. Bis zum 8. des Monats bildet Merkur eine Opposition zu Pluto, Saturn und Jupiter. Es kann eine Situation in deinem Leben entstehen oder vorhanden sein, die eine rasche und vernünftige Entscheidungsfindung verlangt. Jemand könnte sehr verletzt und gereizt auf eine Aussage reagieren. Zwischen 1. und 4. des Monats bildet Mars eine Quadratur zu Jupiter. Geschäftliche, familiäre sowie behördliche Angelegenheiten können für viel Frustration sorgen. Eine Reise oder Umzug kann im August sehr stressig werden. Am 3. August haben wir einen Vollmond in Wassermann. Dieser Mond wird dir helfen, dir neuen Freiraum zu nehmen. Es ist wichtig, dass du womöglich bestimmte Pläne alleine und eigenständig verfolgst. Zwischen 10. und 13. bildet Mars einen Quadrat zu Pluto. An diesen Tagen wird sich eine große Spannung spürbar machen. Irgendwelche verdrängte Ängste und Zwänge können zur Erscheinung kommen. Diesbezüglich ist der 9. August auch von Bedeutung. Am 14. haben wir Mond in Zwillinge und er bildet einen Sextil zu Mars. Du könntest bald Unterstützung von einer Frau erhalten, vielleicht handelt es sich um einen Familienangehörigen. Am 15. ist Uranus rückläufig in Stier. Die Rückläufigkeit des Uranus bleibt bis Anfang 2021. Finanziell gesehen hast du einen großen Wunsch, der dir am Herzen liegt. Bis Anfang 2021 kann aber eine finanzielle Härte vorliegen. Dies gilt besonders, wenn man sich beruflich eigenständig machen möchte. Zwischen 16. und 18. des Monats bildet Venus einen Sextil zu Uranus. In Sachen Liebe könnte sich etwas Neues ergeben. Du könntest dich mit jemandem auseinandersetzen, der oft sehr emotional reagiert. Wenn dies nicht zutrifft, dann wird ein Abhängigkeitsverhältnis in den Vordergrund treten. Wir haben dann am 19. Neumond in Löwe. Du solltest bald eine Veränderung deiner sozialen Beziehungen erzielen, damit du dich emotional und finanziell entlasten kannst. Jemand in der Nähe von dir sagt dir etwas, was nicht die ganze Wahrheit entspricht, und du wirst bald Hinweise darüber bekommen, wer diese Person ist. Zwischen 20. und 24. August bildet Mars einen Quadrat zu Saturn. Du stehst an diesen Tagen unter großem Druck, Konflikt mit dem Lebensgefährten oder mit einem Familienangehörigen ist bei den meisten Steinböcken hochwahrscheinlich. Wohnungs- und Berufsangelegenheiten lassen sich nur schwer realisieren. Bitte bedenke, dass es sich hier um eine allgemeine Aussage handelt. Zwischen 25. und 29. August haben wir Merkur Trigon zu Jupiter. Es kann vorkommen, dass du dich zwischen zwei oder mehreren Optionen entscheiden musst. Ein Urlaub oder eine Reise kann wichtig sein. Und dann zum Schluss haben wir Venus-Opposition Pluto zwischen 30. und 31. August. Tiefe Leidenschaften und Emotionen werden in den Bereichen der Familie, Partnerschaft und Liebe ausgelöst. Es kann aber auch sein, dass jemand sich komplett zurückzieht und dich nicht direkt über ein Thema ansprechen will. Lieber Steinbock, an dieser Stelle bin ich fertig mit der allgemeinen Prognose. Wenn du eine individuelle Vorausschau brauchst, meine Kontaktdaten sind unten bei der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Glück, Erfolg und Liebe in August 2020. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.